Willkommen in der Neff-Aroma-Küche. Hallo, ich bin Roman. Ihr kennt mich als Teilnehmer von verschiedenen Kochshows wie zum Beispiel The Taste. Ich zeige euch heute, wie ihr den maximalen Geschmack und das beste Aroma aus euren Lieblingsgerichten zaubern könnt. Los geht's mit einer kulinarischen Reise in den Süden. Ich zeige euch heute, wie ihr das perfekte italienische Hähnchen hinbekommt. Es ist das ideale Rezept, bei dem ihr lernt, mit den wunderbaren Zutaten auf dem italienischen Geschmacksklavier meisterhaft zu spielen. Mit mir und Neff zusammen werdet ihr das nächste Geschmackslevel erreichen. Gewürze, Kräuter, marinieren und abschmecken. Mit mir dreht ihr an den Geschmacksstellschrauben wie die Profis, sodass eure Freunde euch fragen werden, Mann, wie hast du das wieder hinbekommen? Das sind die wichtigsten Zutaten für unser italienisches Hähnchen. Ausgelöste Hähnchenoberkeule, die bleiben euch wunderbar saftig und werden euch nicht trocken im Ofen. Dazu nehmen wir Kapern und den Kapernsud, bunte Oliven, Knoblauch, am besten in frischen, den könnt ihr samt Schale verarbeiten. Hellen Balsamico und die volle Power der Zitrone. Als kleines Extra noch ein bisschen salziges Aroma aus dem Meer in Form von Anchovies. Die komplette Zutatenliste mit allen Mengenangaben findet ihr im Rezept in der Beschreibung. Um die Aromen mit dem Hähnchen zu verbinden, ritzen wir die Haut ganz leicht ein. Somit können sich die Gewürze und die Marinade perfekt mit dem Hähnchen verbinden. Zweiter Schritt, unsere Marinade. Was ihr jetzt im Bild seht, ist unser Aromaprofil. Ich erkläre euch das mal kurz. Unser Aromaprofil zeigt euch alle 5 Basisgeschmacksrichtungen. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami ist ein alter Begriff aus dem Japanischen und bedeutet wohlschmeckend. Natürliches Umami ist zum Beispiel im Parmesan oder angebratenem Fleisch vorhanden. Anhand der einzelnen Balken im Aromaprofil könnt ihr leicht nachvollziehen, welches Aroma durch die Zutaten gerade hinzugefügt wird. Für unsere Marinade brauchen wir Kapern und den Kapernsud für das Salzige und die Säure in unserem Gericht. Wir nehmen zweierlei von der Olive, grün und dunkle, die sorgen für eine leichte, bittere und fruchtige Note. Die hacken wir uns jetzt schön klein. Der frische Knoblauch liefert uns das Herzhafte in dem Gericht. Heller Balsamico bringt uns Süße. Er ist ein bisschen milder und süßer wie der dunkle und bringt uns die Aromen zusammen. Was darf natürlich nicht fehlen? Tomaten. Ich nehme eine gelbe und eine rote, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Jetzt nehmen wir noch eine Zitrone. Mit dem Saft und dem Abrieb sorgen wir für eine fruchtige Note im Essen. Abschließend, was darf nicht fehlen, ein guter Schuss Olivenöl, um unsere Marinade zu vollenden. Unsere Hähnchenmarinade ist fast fertig. Wir geben noch ein bisschen Pfeffer dazu, massieren das Ganze ein und lassen es 20 Minuten, aber besser noch eine Stunde im Kühlschrank marinieren. Jetzt schalte ich meinen Neff Vario Steam Backofen auf Zirkotherm Heißluft 160 Grad und gebe eine geringe Dampfzugabe dazu. Die leichte Dampfzugabe durch den Vario Steam bewirkt, dass das Fleisch nicht austrocknet und wunderbar saftig und zart wird. In der feuchten, heißen Luft können sich die Aromen optimal entfalten und die Gewürze und die Marinade verbinden sich wunderbar mit dem Hähnchenfleisch. Die Zirkotherm Heißluft lässt die Hitze im Backofen extra schnell und gleichmäßig um das Hähnchen zirkulieren und sorgt damit dafür, dass die befeuchtete Haut als Finish herrlich knusprig und kross wird. Damit ist der Erfolg vorprogrammiert und euer Hähnchen wird so zum echten Geschmackserlebnis. Falls ihr keinen Backofen mit Dampfunterstützung habt, könnt ihr das Gericht auch bei Ober- und Unterhitze bei 180 Grad zubereiten. Während unser Huhn im Backofen gart,
machen wir unser grünes Pesto. Dazu nehmen wir Fenchelsamen und Selleriesaat, der dient als natürlicher Geschmacksverstärker. Für die Schärfe nehme ich heute Peperoncini, Knoblauch, den wir leicht andrücken. Dann geben wir noch eine Messerspitze Meer dazu in Form von Anchovies. Die bringen eine besondere Prise Salz und Umami mit. Jetzt fehlt noch die Frische der Kräuter. Die habe ich mir schon mal samt Stiele vorgehackt, denn ich möchte den leichten Crunch und den Biss der Stiele schmecken. Wir geben unsere Zutaten alle in einen Mörser und jetzt kommt noch Italien pur dazu in Form von Olivenöl und ein wenig grobes Meersalz. Jetzt verbinden sich alle Aromen in unserem Mörser. So, jetzt hat es eigentlich dann auch gleich eine schöne Konsistenz. So, und jetzt probieren wir unser Pesto mal. Es ist immer wichtig, dass ihr auch abschmeckt. Der Fenchel, die Sellerie-Saat, der Crunch von den Stielen, der Knoblauch, das Öl, herrlich. Für eine extra Portion Frische machen wir uns jetzt noch einen richtig schönen Tomatensalat. Nehmt auch gerne verschiedene Tomaten. Die Tomaten klein schneiden und mit dem Saft einer Zitrone begießen. Fertig. Unser Hähnchen ist jetzt fertig und für den extra Schub Umami geben wir uns jetzt noch etwas von dem wunderbaren Hähnchensaft über unseren Tomatensalat. Dann kriegen wir den ganzen leckeren Hähnchensaft mit dem Knoblauch, mit den Oliven und das ganze Fett kriegen wir jetzt noch richtig schön dazu. Wahnsinn. Unser Hähnchen ist jetzt fertig, nun ist Zeit zum Anrichten. Als perfekte Begleitung zu unserem Huhn habe ich heute eine cremige Polenta zubereitet. Das Rezept hierfür findet ihr auf der NEF Homepage. Beim Anrichten achtet darauf, dass ihr einen schönen großen Teller nehmt und die einzelnen Zutaten darauf ansprechend präsentiert. Die Polenta ist das verbindende Element zwischen Huhn und Pesto und dem Tomatensalat. Das beste Geschmackserlebnis bekommt ihr, wenn ihr von allen etwas auf eure Gabel nehmt, denn dann spielen alle Aromen in eurem Gaumen verrückt. Zack, zack. Und dann setzen wir uns hier unser Hühnchen drauf. Ja. Noch ein bisschen von unserem Pesto. So, und jetzt geht's ans Probieren. Für unseren Kameramann Rob habe ich heute mal ein kleines Mondrazel hergerichtet. Ja, lass dann mal probieren sie mal. Gell? Sauber, danke dir, Roman. Wie schmeckt's denn, Rob? Gutes, Roman. Sauber. Schön, gell? Freut mich. Hat euch das Rezept gefallen? Hinterlasst doch einen Kommentar oder postet eure Fotos oder Videos von euren Ergebnissen mit Hashtag Aroman auf Instagram. In der nächsten Folge kochen wir ein raffiniertes Entencarpaccio in Orangensauce mit der Niedriggarmethode. Ihr lernt, wie ihr die typischen Aromen und Gewürze aus Fernost einsetzt, wie Sternanis, Cashew, Ingwer und Sesam. Freut euch drauf! Ich gönne mir jetzt noch den NEF Signature Drink, den müsst ihr auch unbedingt probieren. Cheers, Rob! Prost! Das Rezept zum Drink und unser italienisches Hähnchen und alle Infos zu dem Backofen von NEF, mit dem wir dieses Gericht zubereitet haben, findet ihr unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, abonniert unbedingt unseren Kanal für alle neuen Rezepte. Und hier gibt's noch ein anderes interessantes Video von NEF. Und nicht vergessen, die Abo-Glocke drücken. Bis bald, euer Roman.